Die fliegen mir zu durch Geschichten, die mir irgendjemand erzählt oder durch Dinge, die ich beobachte oder durch Dinge, die mir in der Arbeit passieren. Wo ich mir denke, das ist es wert, aufgeschrieben zu werden oder das ist es wert, daraus eine Geschichte zu machen. Das muss mit dem Ursprünglichen dann gar nichts mehr zu tun haben. Es ist einfach oft nur eine Zündung, also es zündet dann eine andere Geschichte. Und Anlassfall. Ich habe jetzt einen Klienten der hat Gehirntumor gehabt als Kind. Hat sie recht gut erfangen und bildet sich aber seitdem ein, dass er ein Flieger ist. Kann das so gut, dass du ihn teilweise gar nicht ausholen kannst von dem. Also unlängst habe ich ihn zum Beispiel, wollte ich ihm nachrufen, da ist er Richtung Glashaus gegangen, dann wollte ich ihm nachrufen, Alex, Alex, und der hat aber seine Gummihandschuhe in der Hand gehabt und drrr, da ist er ein Flieger, also da achtet er gar nicht mehr auf irgendwas, was von außen kommt. Ja, und das möchte ich jetzt demnächst in der Geschichte verpacken. Ich weiß noch nicht, wie es werden wird, aber nur denke ich mir, das wäre sowas, was ich was aufbauen lasse drauf. Wie auch immer das dann ausschaut, keine Ahnung noch. Ja, mit dem Roman ist momentan Sense. Also durch die Ausbildung, die ich gerade mache, ist weder Zeit noch Muße noch irgendwie im Kopf Kapazität frei, dass ich das weiterverfolge. Weil ich merke, wenn ich dann dran bin, das bindet schon Energie. Also da kann ich nicht irgendwas anderes dann noch am Laufen haben. Weder jetzt irgendwie Berichte schreiben für die Schule oder so wie es jetzt momentan in der Arbeit ist, sehr viel Dokumentationen zu machen, sehr viel aufzuarbeiten. Da fällt es mir, also weil da wirklich sehr viel von meinem Denken beansprucht wird. So geht es mir auch mit der Geschichte. Ich triff auch die Frau, also die in der Geschichte vorkommt, immer wieder einmal. Und die kommt da gar nicht zum Nacharbeiten, weil alles, was sie seit der Zeit wieder erlebt hat, auch wert wäre, da einzufließen. Aber ich notiere natürlich Sachen. Ich habe meine Schmierzettelsammlung und da schaue ich schon hin und wieder drauf, dass das nicht ganz in Vergessenheit gerät. Und ich bemühe mich, dass ich, wenn ich dann weiter tue, also den Stil beibehalte, einigermaßen. Ja, wie wir schon einmal geredet haben heute, ich bin ja total unstrukturierter Mensch. Also ich brauche das dann auch, dass ich reinschaue. Und dass ich da nicht vom Hundertsten ins Tausendste komme oder irgendwie noch welche Figuren einführe, die jetzt zwar eigentlich auch was damit zu tun hätten, aber ich muss dann gewisse Begebenheiten halt anderen Figuren zuordnen, die schon vorkommen sind, weil ich möchte es nicht zu so sehr explodieren lassen. Dann wird es nie fertig. Das sehe ich ja ganz klar. Der begleitet mich immer noch. Der begleitet, ja, und es ist eine Geschichte, die mich nach wie vor berührt, fasziniert, auch dadurch, wie es eben in Wirklichkeit auch weitergeht. Es ist ja an dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, das aufzuschreiben, das war jetzt ungefähr vor 11 Jahren, es ist ja dort nicht aus. Also es ist jetzt dann in Wirklichkeit auch weitergegangen. Und fließt teilweise auch schon wieder mit ein. Ja. Aber auch nicht nur. Ich habe dann gemerkt, es fängt sie an, weil man sie einfach, also ich persönlich mir zumindest leichter tue, wenn ich von der eigenen Biografie oder vom eigenen Erleben da etwas mit einfließen lasse. Also ist die Hauptfigur eigentlich eine Mischung aus
der Frau, über die die Geschichte handelt, die es ja in Wirklichkeit gibt. Und aber die Figur hat auch Anteile von mir. Was aber nicht so schlecht passt, weil wir uns so menschlich auch sehr nahe sind. Ich habe vor, die zu schreiben, aber gut, ich habe schon viele Geschichten vorgehabt zu schreiben, die dann auch nie zustande gekommen sind und die dann irgendwo auf Schmierzetteln, auf kleinen Daten am PC lagern. Ja, das ist ganz pragmatisch, weil ich dann in kurzer Zeit ein Ergebnis habe. Da bin ich ganz praktisch orientiert. Das Große ist wie soll ich sagen, irgendwie ein Kind, das man begleitet, ein Leben lang. Wo es einem einmal besser geht damit und einmal schlechter, man sich einmal näher ist, einmal nicht so nahe. Und so eine kurze Geschichte, das ist so wie eine Bekanntschaft am Wegrand oder ein Mensch, der eine kurze Zeit begleitet. Jetzt, dass ich es muss, dass ich für die Schule viel schreiben muss, dass ich in der Arbeit viel schreiben muss. Aber das ist ein Schreiben, das eben aus der Pflicht herauskommt. Und ich kriege aber oft einmal die Rückmeldung, dass man schon merkt, dass ich mich sonst damit Schreiben befasse, weil ich kann es nicht ganz verleugnen, dass ich ab und zu was einfließen lasse oder irgendeinen Satz einschreibe in ein Sitzungsprotokoll, den man so nicht finden würde. Das ist vielleicht auch deshalb, um in der Übung zu bleiben. Na, meine Protokolle sind schön. Ich schreibe ganze Sätze, ich schreibe schöne Sätze. Ja, doch. Und das wird sehr wohl bemerkt, wenn man das macht. Es wird auch in der Ausbildung bemerkt. Grauko ist für mich Freundschaft, Unterstützung. Es ist eine Gruppe von Menschen, die mich tragt. Ein Stück weit. Besonders im Schreiben, aber auch menschlich. Ich mag einfach gern zusammen sein mit euch. Ja, das ist schön zum Hören. Sind wir fertig? Ja, wenn du magst, sind wir fertig und wir können uns das dann gerne mal anschauen. Okay. Super.